Letzten Sonnabend kam meine Frau auch zu mir, auch so vornehm, sagt, Paul, du musst die Fenster putzen. Sag ich, das ist doch deine Sache. Sagst du, nein, das kann ich nicht. Wenn ich runterstürze, dann breche ich mir den Hals. So, denke mal, wenn ich runterfalle, denkst du, meiner bleibt kann? Sagst du, nicht doch, ich habe ja eine fabelhafte Idee. Pass mal auf, wir nehmen ein Plättbrett. Ein Plättbrett, kein Mensch sagt Plättbrett, das ist Quatsch. Man sagt Bierbrett oder Plättbrett, die sagt Plättbrett. Und dieses Plättbrett, das schieben wir aus dem Fenster raus. Da stellst du dich draußen drauf. Ich sage, komm. Ich bin noch nicht weich und gehe auf so ein Plättbrett. Dazu wart's ab, nimmst Eimer mit warmem Wasser, Putzlappen, gehst raus auf dem Plättbrett und putzt. Ich sitze von der anderen Seite im Zimmer auf dem Plättbrett. Dann ist das Gleichgewicht hergestellt, kannst du nie runterfallen. Und ich selten dämlicher Hund. Ich gehe auf so einen Quatsch ein. Nehme Eimer mit warmem Wasser, Putzlappen, balanciere auf diesem Schmal, bleib raus, fange an zu putzen. Auf einmal klingelt's bei uns unten an der Haustür. Da vergisst die, dass ich auf dem Plättbrett stehe. Nimmt einen Hausschlüssel, geht die Treppe runter und will die, ich war früher unten wie die, glaube ich. Mit so einer Kastanie lag ich auf der Chaussee. Da schließt die Haustür auf, sieht mich da liegen, sagt, Paul, warst du das, der eben geklingelt hat?